Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Aktuell sind wir storytechnisch ein bisschen unterwegs, denn wir haben so ein bisschen das von der Alia-Quest getriggert und haben jetzt die Rechnung bekommen. Und ich hätte gesagt, wir geben die mal dem Professor, denn der mag, oder dem Doktor, der mag nämlich Rechnungen. Ah! Mann, Mann, noch ein wenig, ich zahle ja, fast hatte ich das Geld schon beisammen. Hätte ich die Schnitzerei von dem Mädchen verkauft, wäre Geld in die Kasse gekommen. Aber dann habe ich Medizin über die Schnitzerei verschüttet und dann hat sie gestunken. Natürlich habe ich sie sofort zum Trocknen nach draußen gestellt, aber dann hat sie mir irgendwer gestohlen. Unglaublich, nicht wahr? Die Leute stehlen wirklich wie die Raben. Es gibt einfach keine Ehrlichkeit mehr auf der Welt. Muss er sagen. Naja, er hat kein Geld. So, jetzt geht er nämlich weg. Und wir haben die Möglichkeit, an dieser Position hier, warte mal, ich schiebe von der anderen Seite, was zu erschnuppern. Genau, und dann triggert jetzt nämlich diese Stelle auch noch, wo wir ja, quasi die Schnitzerei finden können. Und zugleich kann man nämlich jetzt hier nach oben steigen und kann noch zu einer weiteren Schatzkiste gelangen. Die habe ich beim letzten Mal sehr lange gesucht und wusste gar nicht, dass die existiert, die Schatzkiste. Aber ja, hier oben ist noch eine kleine Schatzkiste, wo natürlich auch irgendwas Krasses drin sein kann. Nämlich zum Beispiel ein Insekt. Hey, geil. Schön. Würde ich sagen, die geben wir mal schnell ab, oder? Geben schnell die zwei Insekten ab und dann folgen wir mal der Spur. Das ist nämlich die hier. Theoretisch. Ich glaube auch die anderen braucht man so gar nicht, weil die auch eher so in der Story passieren und wir eigentlich schon hinter diesem Teil der Story sind. Das ist der Moment, wo man dann so die ganzen Kinder im Dorf sucht und so weiter. Und ich glaube, das haben wir alles schon hinter uns gelassen. So. Was da halt wirklich dann nur relevant ist, ist immer die Geister in der Wüstenburg. Das mit dem Lachs und eben das mit der Medizin. Ich glaube, die anderen Sachen sind halt nicht relevant. So. Dann haben wir hier noch einen Schmetterling. Das ist auch das einzige Insekt, was wir gerade haben. Ja. Mal gucken, was der gibt. So. Komm, was Gutes. Ah, wow. Wunderbare 10 Rubine. Da bin ich ja begeistert. Aber wir machen jetzt natürlich mit der Schnitzerei weiter. Sobald wir die Schnitzerei haben, wird auch eine Menge anderes Zeug triggern. Sodass wir wahrscheinlich heute in der Folge noch ins verlassene Dorf kommen. Und da gibt es halt auch nochmal richtig Items zum Absahnen. Unter anderem, ich glaube, 2, 3 Geisterseelen. Dann haben wir da eine Quest, wo wir Katzen ansprechen müssen. Da kann man da, glaube ich, noch buddeln und kriegt ein Item. Von der Oma kriegt man, glaube ich, 2 random Items. Also ein bisschen was bekommen wir da auf jeden Fall zusammen. Da freue ich mich auch schon. So, auf jeden Fall, wir gehen jetzt nochmal, hier müsste es, glaube ich, gewesen sein, hier raus. Und suchen mal nach, ne, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Shit. Ich verwandle mich einfach mal kurz in den Wolf. Dim, 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 dim. Und trink mal einen Schluck Kaffee, liebe Leute. Das ist wichtig. So, machen wir kurz an hier. Theoretisch, das müsste einfach auf der anderen Seite des Tores rausführen. Dementsprechend mache ich mir da jetzt auch keine großen Gedanken. Nee, warte mal, unten, oder? Unten müsste das rausführen. Das haben ja solche komischen Skeletthunde gestohlen. Ich weiß zwar nicht genau, wie die ins Schloss kommen oder in die Stadt kommen, aber na gut. Warte mal. Ah, warte mal. Wir müssen mit der Katze reden, ne? Hat die Katze das gestohlen? Stimmt, das waren nicht die Hunde, das war die Katze und die Katze wurde von den Hunden angegriffen. Stimmt, ich erinnere mich. So. Suchst du etwa dieses Ding, das Alia bei sich hatte?
Wie hast du nur herausbekommen, dass ich sie den Arzt abgenommen habe? Ganz schön clever. Aber dann waren die Knochenhunde und die haben sie mir weggenommen. Ich sag dir, wenn solche Gerippe hinter den Schnitzerei her sind, dann ist die Kleine da in etwas Großes hineingeraten. Die Biester sind irgendwo in der Nähe des Südtors und dummerweise kommen die nur nachts aus ihren Löchern. Außerdem sind sie immer im Rudel unterwegs. Du musst sie alle besiegen, um die Schnitzerei zurückzubekommen. Und zurückzubekommen musst du sie. Sie ist ein Schlüssel zu Aljas Erinnerung oder Ilias. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ilias, Aljas, Ilias, I don't know. Aljas, ich kann es nicht genau sagen. Wie würdet ihr das aussprechen? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. So, theoretisch ist Nacht. Dementsprechend müssen die jetzt auch gleich rauskommen. Und wir hauen die mal schnell weg und dann bekommen wir nämlich theoretischerweise die Schnitzerei. Jo, easy. So. Und das war's auch schon. Da ist sie. Ich hoffe, das ist nicht randomized. Nö. Direkt die Schnitzerei. Geilo. Perfekt. So, und die bringen wir jetzt direkt zu Ilya, ne? Das heißt, auf nach Kakariko. Und ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Wir konnten immer noch nicht das Bogenschießen machen in Kakariko. Ich weiß halt nicht, warum. Warum das nicht funktioniert. Eigentlich müsste das nach dem Goronen funktionieren. Aber es gab halt auch nicht die Falkenmaske im Laden zu kaufen. Das hat mich halt auch verwirrt irgendwie. Ich würde vielleicht nochmal Tag machen. So. Bin ich jetzt wieder Wolf? Nee, ne? Doch, ich bin jetzt wieder ein Wolf. Ach Mann. So, und jetzt einmal verwandeln. Okay, wir können ja mal kurz gucken. Aber eigentlich müsste halt hier unten jemand stehen. Ne? Damit ich da oben dran schießen kann. Weil die würde eigentlich gerne mit mir irgendwie Zielschießen machen. Normalerweise. Aber irgendwie ist das rausgenommen. Oder muss ich die Kollegin ganz oben ansprechen? Auf dem Turm? Nee, eigentlich nicht, oder? Die Maske gibt es irgendwie nicht. Muss ich die ganz oben auf dem Turm ansprechen, damit ich Zielschießen mit der mache? Bin ein bisschen verwirrt. Oder ist das jetzt so komisch, weil ich halt den Maromarkt schon ausgebaut habe? Ich gehe mal ganz kurz hoch. Babam. Hey, lass mich mal hoch. Jo. Das ist halt jetzt die Frage. Hat das was damit zu tun? Dein Ernst? Was war das denn? So, besser. Okay, wir gehen mal ganz kurz hoch aufs Dach, reden mal mit der Kollegin. Ist das eigentlich ein Junge? I don't know. Ja, mit dem Kind oben halt, ne? Kannst du mich auch hochschießen? Ich hoffe, das klappt jetzt und geht nicht in die Hose. Perfekt. So, gucken wir mal, ob das mit dem Zielschießen funktioniert. Hi. Ja, okay. Das kann man hier machen. Ich habe halt die Maske nicht. Kann ich die erst danach kaufen? I don't know. Wir schauen mal. Auf jeden Fall müsste man ein Item theoretisch bekommen. Bäm, Alter. So, und jetzt da oben das Stöckchen treffen, ne? Tü-tü. Ah, ich bin so ein Sniper. So, anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. So, nimm das hier. Geil, Bomben.
Okay, theoretisch war das, glaube ich, im Normalfall ein Herzteil, was man da bekommt. Hat das jetzt vielleicht irgendwie getriggert, dass man da im Laden was Neues kaufen kann? Ist das so, dass man das erst danach kaufen kann? Wir schauen mal kurz rein, würde ich sagen. Tatsächlich. Also es gibt jetzt ein neues Item auf jeden Fall. Das müsste halt eigentlich die Falkenmaske sein. Das Falkenauge, genau. Wäre eigentlich das Falkenauge, aber ich... in dem Fall sind es 50 Rubine. Die 100 kosten, also für mich nicht relevant. Aber gut, haben wir die zwei Sachen auch ausgeschlossen. Und können erstmal weiter. Alles klar. War nur nochmal wichtig für meinen Kopf. Also man muss wirklich das... Man muss hoch zu ihr, muss mit ihr sprechen, dann kann man das machen. Und danach triggert auch der Laden erst, dass da quasi das neue Item angeboten wird. Hatte ich so gar nicht mehr im Kopf. Aber naja, so, jetzt haben wir das wieder in Erinnerung gerufen und jetzt werden wir mal kurz der lieben Alja ihre Schnitzerei zeigen, damit sie sich erinnert. So. Gucke mal. Ja, und der Große hier ist schon aufgebrochen. Ins vergessene Dorf. Gut. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal ein paar Items absahen. Da kommt auch schöne Musik. Sofern das nicht auch getriggert wird. I don't know. We will see. Okay. So, wir teleportieren uns einmal. Wir müssen ja jetzt hier. Hier ist ja das vergessene Dorf. Das heißt, wir teleportieren uns einmal dahin. Holen uns Epona noch an den Start und... Dann läuft der Lachs hoffentlich. Ja, was braucht man eigentlich noch? So viel braucht man ja nicht mehr. Schlüssel, Falkenauge, von Alja vielleicht so ein bisschen das Zeug. Das bekommt man ja theoretisch jetzt auch. Weiß halt nicht, wie das jetzt mit der Story ist. Müssen wir mal sehen. Aber so schlüsselmäßig sieht es eigentlich auch gar nicht so gut, so schlecht aus. Wir haben jetzt noch ein kleiner Schlüssel, der uns in der Wüstenburg fehlt. Und ansonsten... Oh shit, sind wir gut dabei, ne? Ja, und in Seeschrein halt. Ein Schlüssel. Aber theoretisch können wir das Ding schon abschließen. Weil wir ja ansonsten alles passend haben. Ich hoffe halt, ich habe nichts vergessen. Ich würde halt gerne das Ding wieder komplett abschließen mit allen Insekten, allen Herzteilen, allen Geisterseelen. Das sind so die drei Faktoren, die ich gerne auf jeden Fall auf 100% bringen würde. Haben wir eigentlich alle Flaschen? Nee, ne? Wie viele Flaschen gibt es? Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Flaschen, ne? Warte mal, ich guck mal kurz. 4. Na, da fehlen auch noch 2. Das würde ich auch gerne noch auf 100% bringen. So, das vergessene Dorf, Leute. Und es geht los. Beste Musik auch im Spiel. Meine Lieblingsmusik von Twilight Princess auf jeden Fall. Bam. Dö-dö-dö-düm. Bam. Bam-bam-bam-bam-bam. Zack. Zack. Dö-dö-dö-düm-düm. Oh, das war ja voll daneben. So, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Die haben wir schon gut weggeballert hier alle. Da oben steht noch einer. Dann haben wir da noch einen. Kann ich mal richtig zeigen, was ich hier als Scharfschütze drauf habe? Ah, ich liebe die Musik. Okay, der schafft sich mal hierher zu schießen. So, theoretisch müssten wir da noch einen auf dem Turm oben stehen haben. Hey, ich hab dich schon analysiert. Du Sack Klaus. Wow. Oder wo steht der andere? Da oben. Zack. Oh, zack. In den Fuß geschossen, Junge. Genau, hier. Ah, ja, hier haben wir noch die Wolfstatue. Ich erinnere mich. Da, 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 da. Okay, dann haben wir hier hinten noch auf dem Turm einen.
Wow. Oder auch nicht. Oben. Und einer noch, ne? Oder zwei? Okay. Ah, das war's schon. Easy! Tür auf. Ah, und einen Schluck Kaffee. So läuft der Lachs. Ja, Leute, easy, oder? Die Bestien, ihr Heulen hat aufgehört. Jo, hi. Das war ich. Hast du etwa... Der Retter, du bist gekommen, aus unserer Not zu helfen. Bitte vergib mir, dass ich dir nicht die Tür geöffnet habe. Ich bin Greiner? Eine Bewohnerin dieses Dorfes. Ich wurde nach dem altehrwürdigen Erbauer dieses Dorfes benannt. In diesem vergessenen Dorf lebte einst das Volk, das der königlichen Familie diente. Aber jetzt ist es verfallen und du siehst ja selbst, dass an diesem Ort die schrecklichsten Dämonen ihr Unwesen treiben. Entschuldige bitte, du sagtest, dein Name ist Link, nicht wahr? Oh, ich ahnte es schon. Du hast dem jungen Mädchen geholfen, nicht wahr? Ach, wie schön. Als sie hier gefangen war, hat sie mir immer Mut zugesprochen und gesagt, du würdest bestimmt kommen, um zu helfen. Selbst als ich ihr half, aus diesem Dorf zu flüchten, machte sie sich nach Sorgen um mich, alte Frau. Aber ich warte hier auf Befehl des Königs, auf das Erscheinen einer bestimmten Person. Unter keinen Umständen kann ich mich diesem Befehl widersetzen und das Dorf verlassen. Würdest du ihr das hier bitte zurückgeben? Sie gab es mir, alter Greisin, obwohl ihr so viel daran lag, dass sie es immer bei sich trug. Du hältst Ayas Halskette. Genau, das ist jetzt quasi das. Und wenn wir es geben, bekommen wir das dann, theoretisch. Und dann können wir Epona damit rufen. Ich glaube, es hat mich die ganze Zeit beschützt. Bitte gib es ihr zurück, unbedingt. Ja, das müssen wir dann, glaube ich, machen und dann müssen wir wieder zu ihr und müssen hier so mit dem Stab einmal rumfuchteln, dass wir der wahre Propheto sind, ne? Dann war es das, glaube ich, auch schon. Aber wir können jetzt, glaube ich, obwohl, ne, die Katzen sind noch nicht da. Müssen erst die Katzen wiederkommen. Ich glaube, ich gehe einmal kurz rein und raus und dann müssen die Katzen da sein. Theoretisch. Der Part ist aber auch gleich rum. Vielleicht machen wir das doch eher in der nächsten Folge. Ja, komm. Wir teleportieren uns erstmal schnell zurück und machen mal ihre Erinnerung wieder startklar. Und ja, dann müssen wir, wie gesagt, dann die Flöte komplett erhalten. Dann können wir auch Epona jederzeit rufen. Dann gehen wir nochmal zurück. Da müssen dann, wie gesagt, noch zwei Geisterseelen, glaube ich, zu holen sein. Mindestens zwei. Und ich glaube, ein, zwei Items sind da noch zu holen. In der Hoffnung, dass da auch nochmal ein Schlüssel dabei ist oder das Falkenauge. Was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Flaschen, Herzteile, Geisterseelen, Insekten. Alles noch wichtig. So, liebe Alja, wir haben es geschafft. Schau mal hier. Zack. So, Erinnerungen erwachen. Ich, du, wir kennen uns, nicht wahr? Nein. Doch. Ich erinnere mich, es roch nach Gras. Ach ja. Okay. Das war vor langer Zeit, wir waren beide noch Kinder. Du siehst genauso aus wie vorher. Du warst immer an meiner Seite. No. Link. Du bist es. Ja! Sie erinnert sich. Und wie ikonisch im Hintergrund Epona seine Hufen in den Himmel streckt, das war nicht so. Aber man kann ja gerne in Gedanken schwelgen. No. Alle happy. Yay! Geilo.
Ja, geht mal raus. Lasst uns mal alleine. Weg mit dir. Das hier wollte ich dir vor deiner Abreise geben. Link, ich hoffe, du wirst es mögen. So, das müsste jetzt auch theoretisch das Item sein. Ja, die tönerne Flöte. So, damit haben wir das nämlich auch. Und damit können wir jetzt Epona rufen. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Du, du, du. Du, 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 du. So, aber wir müssen jetzt nochmal zu der netten alten Dame. Link, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat, diese Alte, zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht, und sie wartet auf sein Erscheinen. Und handelt es sich um etwas, das nur der Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte ich die Alte auch hier im Dorf, ihr Dorf nicht verlassen. Link, hast du denn keine Ahnung, wer dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Jo, I am. I am me. Gut, Leute, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben gut Progress gemacht. Und, ja, hier geht's immer noch nicht weiter. Weiß gar nicht, wann der da ist, der Dulli. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Stab noch erwecken und dann hoffe ich mal, dass der dann da steht. Ja, und wir brauchen halt das Buch noch, ja. Das ist auch noch so eine Sache. Aber der wird auch erst da sein, wenn die Wüstenburg fertig ist. Das ist wahrscheinlich so. Okay, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.